Langsam wird es knapp. Janet Yellen, die US-Finanzministerin, hat nur noch 87 Milliarden Dollar, über die sie verfügen kann. Dann ist die Schuldenobergrenze erreicht und dann könnten die USA diesen Zahlungsausfall erleben, könnten also Rechnungen nicht mehr begleichen. Niemand glaubt wirklich daran, dass das passiert, aber so langsam geht die Kohle aus, auf Deutsch gesagt. Und Joe Biden ist ja heute nach Asien gereist, will vorzeitig wieder zurückkommen, weil die Verhandlungen mit McCarthy nicht so wirklich den Durchbruch gemacht haben und ja, das könnte langsam die Märkte ein bisschen nervös machen. Gucken wir uns mal an, dass alleine an einem Tag gestern, also respektive von vorgestern auf gestern, ist das Konto Treasury Cash TGA von Finanzministerin Yellen um 52 Milliarden Dollar geringer geworden, auf jetzt nur noch 87 Milliarden Dollar. Woran hat es gelegen? Zinszahlungen. Die Amerikaner zahlen ja jetzt inzwischen mehr Zinsen als ihr Verteidigungshaushalt beträgt, der ja ganz erheblich ist. Jedenfalls sehen wir hier Interest on Treasury Securities, 50,97 Milliarden Dollar sind alleine für diesen Aufwand weggegangen. Und gestern hatten sie sich ja getroffen, McCarthy und Biden. Und McCarthy sagte, nothing has been resolved. Nichts ist gelöst durch diese Verhandlungen. Dann so ein bisschen mehr weicher Talk, we've got a lot of work to do. Es ist möglich, dass wir bis Ende der Woche diesen Deal bekommen. Es ist nicht so schwer, ein Agreement zu erzielen. Also er nimmt das ein bisschen zurück. Erst sagt er, ja, wir haben keinerlei Fortschritte erzielt. Und dann sagt er, es ist auch doch gar nicht so schwer, irgendeinen Deal zu erzielen. Bidens Administration hat ja immer sehr positive Äußerungen in dieser Richtung bereit. Deswegen kommen dann auch so Meldungen wie bei CNBC, Progress made in White House. Also praktisch, es sind Fortschritte erzielte Worte. Naja, der Führer der Republikaner hat eigentlich gerade gesagt, dass keine Fortschritte erzielt wurden. Also wie auch immer man es dreht und wendet. Hier rechts sehen wir nochmal, wie schnell hier die Dinge praktisch sich entwickelt haben. Wir waren am 12.05. noch bei 139 Milliarden. Jetzt sind wir nur noch bei 87 Milliarden Dollar, über die die USA verfügen. Es wird immer weniger, die Zeit wird immer knapper. Durchschnittlich könnte man vielleicht sagen, fließen so 10 Milliarden Dollar pro Tag ab. Und dadurch, dass jetzt diese neuen Zahlen veröffentlicht wurden, sehen wir, dass der Anleihemarkt weiter reagiert. Vor allem diese Treasuries, die am 30. Mai auslaufen, die vorher ziemlich entspannt waren, weil man ja gesagt hat, okay, vor dem 1. Juni ist eigentlich keine Gefahr, dass die Amerikaner ihre Schulden nicht bedienen oder ihre Bezahlungsverpflichtungen nicht bedienen. Jetzt sehen wir, dass da schon erste Zuckungen passieren, dass man sich sagt, oh, vielleicht könnte es doch schon der 1. Mai sein. Aber generell geht man jetzt davon aus, es könnte der 5. Juni sein, bis dann das Geld ausgeht. Jetzt noch vielleicht mal ein kleiner Seitwärts-Move hier. Das 14. Amendment, der 14. Verfassungszusatz, über das dürften Sie in den nächsten Tagen einiges hören. Das ist ein Zusatz, von dem man glaubte, dass man ihn vielleicht einsetzen könnte, oder manche sagen, das könnte man einsetzen, um diese ganze Schuldenobergrenzen-Thematik zu beenden. Dieses Amendment, dieser Verfassungszusatz ist nach dem amerikanischen Bürgerkrieg eigentlich installiert worden in die Verfassung, um zu sagen, Leute, wir werden unsere Schulden bezahlen müssen. Und da ist jetzt eben die Situation, dass der Kongress letztendlich dieses 14. Amendment so deichseln könnte, dass möglicherweise eben diese Schuldengrenze dann angehoben werden kann, relativ entspannt. Aber es kann nicht Joe Biden machen, und das ist das, was oft verwechselt wird. Viele sagen, Joe Biden könnte einfach dieses 14. Verfassungsamendment, diesen Verfassungszusatz ziehen. Das wird nicht gehen. Aber der Kongress ist nicht einig und die Republikaner wollen eben nicht das, was die Demokraten wollen, nämlich hier einfach weiter fleißig Geld ausgeben, vor allem für grüne Projekte von Joe Biden. Joe Bidens Demokraten sind da eher nicht bereit. Die Republikaner wollen auch Sachen wie zum Beispiel Leistungen für Veteranen streichen und so weiter und so fort. Jedenfalls würde es ausreichen, nämlich wenn die Amerikaner durch ihre Steuereinnahmen könnten sie zumindest die Schulden zahlen, respektive die Zinsen für diese Schulden zahlen und Anleihen bedienen, aber viel mehr auch nicht. Dann könnte man eben kaum Geld für Militär ausgeben, könnte Staatsangestellte nicht mehr bezahlen, also die Sache ist unendlich komplex, aber Diego Fasnacht bringt es wieder mal sehr, sehr gut auf den Punkt. Er glaubt nicht, dass die USA ihre Kredite nicht bedienen können, aber er wird etwas nachdenklicher, denn die Demokraten könnten die anfangende Rezession den Republikanern in die Schuhe schieben.
Die Republikaner könnten wiederum sagen, Biden ist verantwortlich für den ersten Kreditausfall der Geschichte. Das Inflationsproblem wäre damit ein bisschen schneller gelöst. Aber es ist, wenn es zu einem Kreditausfall kommt, wäre das natürlich nicht gut für die Märkte, würde ziemliches Chaos hervorrufen. Im Falle der Erhöhung der Schuldengrenze, womit ja alle rechnen, dass einfach die Schuldengrenze wieder angehoben wird, entzieht der Staat dem Kapitalmarkt durch vermehrte Schuldenaufnahme Kapital. In den letzten Monaten hat er seine Reserven abgebaut und damit das Finanzsystem gestützt, eben durch die Fed zum Beispiel, die ja Kredite an Banken geliefert hat. Eine höhere Schuldenaufnahme dürfte den gegenteiligen Effekt haben, also Liquidität aus den Märkten ziehen. Das Geld würde dann eben praktisch in Käufe von US-Anleihen gehen. Nach wie vor sind von der Bank of America Befragte ziemlich entspannt. Über 80% hatten im April noch gesagt, die werden das lösen. Jetzt sind es allerdings nur noch 70%. Die Zahl der Skeptiker ist ein bisschen größer geworden. Unten sehen wir nochmal die Most Crowded Trades. Da werden ja diese Investoren immer befragt, was ist praktisch dein Trade. Und das ist Tech, dazu gleich mehr. Denn wir haben jetzt die Meldung dann auch noch, dass Joe Biden seine Reise verkürzen wird. Ich sagte es anfangs, er wird am Sonntag zurückkommen, wird nicht nach Australien und irgendwie Papua-Neuguinea oder wo er noch hin wollte reisen, sondern am Sonntag zurückkommen. Und das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht, aber die Aktienmärkte haben gestern auf diese Nachricht hin zum Ende des Handels dann ein bisschen abverkauft, weil man sich sagte, oh, die Sache scheint ja doch ein bisschen ernster zu sein und die Verhandlungen nicht so wirklich weitergekommen, dass er jetzt eben frühzeitig zurückgekommen muss. 2011, damals ist der S&P ja 19% gefallen. Und hat 4 Monate gebraucht, um das wieder aufzuholen. Wenn wir jetzt mal zu den Märkten gestern kommen, dann sehen wir, dass 85% der Aktien gestern gefallen sind. Dennoch der Nasdaq 100 im Plus. Wunder geschehen. Am 14. April hatten wir einen Schlusskurs von 4.137 Punkten. Am 15. Mai, also vorgestern, hatten wir einen Schlusskurs von 4.136 Punkten, also praktisch denselben Schlusskurs. Unterdessen Google 13% gestiegen, Microsoft gestiegen, Apple gestiegen, Amazon gestiegen, Nvidia gestiegen. Hier sehen wir mal, Nvidia hat sich verdoppelt seit Jahresbeginn. Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatzfaktor 27. Die müssen also 27 Jahre nur Geld verdienen ohne Kosten irgendwie, damit man das rechtfertigen könnte. Wer glaubt das, der wird sofort selig und kommt ins Paradies. Gesichtsbuch 98%, AMD und so weiter, Tesla, Amazon, Google. Das Apple und Microsoft, das sind die Favoriten, die kaschieren, dass die meisten Aktien fallen. Das haben wir gestern auch wieder gesehen. Eine Google fast 3%. Jetzt ist die Allokation in Tech-Aktien so hoch wie seit Dezember 2021 nicht mehr. Benjamin Graham hat einst den Satz gesagt, der intelligente Investor ist ein Realist, der seine Aktien den Optimisten verkauft und den Pessimisten abkauft. Ich würde derzeit den, wenn ich diese Aktien habe, diesen Optimisten diese Aktien verkaufen, denn die glauben, es wird weiter Wunder geschehen. Wir sehen Value to Growth jetzt auch auf dem niedrigsten Stand seit 2021, also Wachstumsaktien, Tech etc. Mit dieser Outperformance, wir sehen wundersamerweise Nasdaq 100 noch im Plus, Dow Jones 1% im Minus, Russell über 1% im Minus, S&P minus 0,64%. Wir sehen den VIX, der so ein bisschen diesen Ausbruch konsolidiert, vielleicht ein bisschen Luft holt. Wir sehen der Nasdaq, hat es den Dow Jones so stark outperformed seit Jahresbeginn, nämlich über 18%, wie seit dem Jahr 1991 nicht mehr. Was macht es möglich? Diese KI-Euphorie, Artificial Intelligence, hat er künstliche Intelligenz? Er hat künstliche Intelligenz gesagt, 10% nach oben, das muss belohnt werden. Derzeit ja Google im Fokus, dazu gleich mehr. Wir sehen jetzt der Technology Sector XLK. Der versucht jetzt über einen 15-monatigen Trend hinauszubrechen, in Relation zum S&P 500. Und ich habe es vorhin angedeutet, Google respektive Alphabet hat ja in wenigen Tagen weit über 100 Milliarden Dollar
zugelegt, ebenso deutlich zugelegt, ja, Nvidia, die Artificial Blase, Artificial Intelligence Blase, die wird eines Tages platzen und dann wird es schmutzig. Denn schauen wir uns doch mal an, was eigentlich BART, was diese Euphorie bei der Google-Aktie hervorruft, hier im Langzeittest einer sehr guten Seite hier ergeben hat. Ich selber habe BART noch nicht probiert, ChatGPT klar, aber nicht BART, deswegen kann ich es nicht vergleichen, verlasse mich also jetzt hier erstmal auf diese Aussagen. Wenn das die Antwort auf ChatGPT ist, dann gute Nacht. Google BART kann kaum das Niveau von ChatGPT erreichen. Beim kreativen Schreiben und Funktionsumfang hielt die KI der Konkurrenz wesentlich, hinkt die KI, diese KI nämlich BART der Konkurrenz wesentlich hinterher. Google, es werden stürmische Zeiten auf dich zukommen, dass die Qualität der gegebenen Antworten ist nach wie vor unterirdisch. Man sagt, das größte Manko ist die mangelnde Kreativität von BART. Funktionen kann man nachbessern, aber was ist, wenn die KI von Haus aus einfach zu dumm ist, helfen auch tausende von zusätzlichen Funktionen nichts mehr. Also für nämlich vernichtendes Urteil über BART. Gleichwohl hat man aus Euphorie über BART eben Google mal ein paar Milliarden an Marktkapitalisierung geschenkt. Gut, schauen wir mal, wenn wir jetzt übergeordnet zum Markt nochmal zurückkommen. Am Freitag ist ja, soweit ich das erinnere, Verfall von Optionen, also kleiner Verfall. Dementsprechend wichtig, was jetzt im Vorfeld hier passiert, was die Märkte machen, denn jetzt sehen wir, dass die Market Maker schon negatives Gamma haben, das heißt insgesamt dürfte es so sein, wenn die Märkte weiter nach unten gehen, müssen diese Market Maker auch verkaufen, um sich abzusichern. Wenn die Märkte dagegen nach oben gehen, dann könnten sie weiter kaufen, also die gehen prozyklisch mit jetzt kurz vor dem Verfall. Wir sehen, dass der S&P 500 zunächst mal jetzt seine Diamantenformation nach unten gebrochen hat. Wir werden sehen, wie es weitergeht, zumal alle ja Long Big Tech sind, das hatte ich schon gezeigt, Short Banks und vor allem Short auch den US-Dollar, aber interessant auch, in den letzten Wochen wurden vor allem defensive Werte gekauft, nicht und Zykliker tendenziell verkauft. Hier sehen wir nochmal den S&P 500, potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Im Grunde sind wir seit November in einer Seitwärtsbewegung. Auf Tagesbasis hat der S&P 500 gestern den Aufwärtstrend getestet und hier nochmal diese Diamantenformation, die wir hier sehen. Aber nochmal praktisch, warum wurden defensive Werte gekauft? Weil die Weltwirtschaft auch deutliche Bremsspuren zeigt. Wir haben schlechte Daten aus China, wir haben sehr schlechte Daten aus den USA derzeit. Wir sehen also auch Emerging Markets nicht so wunderbar. Economic Surprise Index für die verschiedenen Weltgegenden weisen alle deutlich nach unten. In den USA sehen wir jetzt auch, dass der Atlanta Fed Wage Growth Tracker, also praktisch der Tracker, Life Tracker, wenn man so will, über Löhne in den USA, dass es auch da nach unten geht. Und wir sehen Warnzeichen, auch HYG, das maßgebliche ETF für Junk Bonds, die Achillesferse der Finanzmärkte, also diese bonitätsschwachen Anleihen oder Anleihen von bonitätsschwachen Unternehmen, wo Investoren als erstes die Reißleine ziehen, wenn sie denken, oh, das könnte jetzt ungemütlich werden. Hier sehen wir sehr, sehr schwacher Tag. Auch Kupfer gestern deutlich gefallen, Silber gestern oder in den letzten Tagen ja tendenziell unter Druck. Und vielleicht noch eine Anmerkung, meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, was kommt, dann frage Jim Cramer und tu das Gegenteil. Der hatte kürzlich ja Home Depot empfohlen, die gestern ja sehr schwach gemeldet hat, das war wieder ein Volltreffer. Und jetzt hat Cramer gestern gesagt, Wells Fargo, die jetzt eine Strafe von 1 Milliarde Dollar zahlen mussten für ihre Vergehen, sei die bestkapitalisierte Bank. Das ist mehr oder weniger das Todesurteil für Wells Fargo. Also es würde nicht wundern, wenn Wells Fargo als nächste Bank in den Fokus innerhalb dieser Bankenkrise geraten würden. Kommen wir nochmal schnell nach China. Der Yuan jetzt zwischenzeitlich unter die Marke von 7 gefallen zum US-Dollar. Erstmals in diesem Jahr, weil eben die chinesischen Daten sehr, sehr schwach waren. Industrieproduktion, Retail Sales, Einzelhandelsumsätze, Bauinvestitionen, vor allem gestern, heute Nacht haben wir die Immobiliendaten bekommen, minus 0,2% zum Vorjahresmonat. Aber wir sehen jetzt auch, China ist gezwungen, oder die Zentralregierung, das Zentralkomitee Habeck, das heißt ja bei denen noch anders, gell? Bei uns heißt es bald, der Zentralkomitee Habeck verfügt, die Gaspreise werden jetzt um 1 Cent gesenkt, gell? Dann sind wir alle wieder sehr froh
Nee, und dann hält die Baerbock eine Ansprache und sagt, sie hat uns alle lieb. China hat jetzt jedenfalls die Preise für Benzin und Diesel gesenkt, um die Nachfrage zu stimulieren, die nicht wirklich kommen will. Und hier sehen wir mal mit diesen Hauspreisen in China das Wachstum der Immobilienpreise nach Ende der Lockdowns. Klar, dass dann erstmal die Preise wieder steigen, wenn die Leute überhaupt mal wieder kaufen können. Das hat sich wieder verlangsamt. Hier unten sehen wir mal, wie das Ganze in China aussieht. Preise ja monatelang rückläufig, nach wie vor rückläufig zum Vorjahresmonat, auch wenn das jetzt schwächer wird, aber der Immobilienmarkt in China ist das größte weltweite Asset überhaupt, dementsprechend sehr, sehr wichtig. Jetzt, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen, wie immer. So wird die Nachfrage nach Gold und Bargeld in der Türkei begrenzt. Da sieht man, was Erdogan versucht, um eben die Nachfrage nach Gold und Bargeld irgendwie in den Griff zu kriegen. Zeichen für ein hochinflationäres Umfeld. Dann deutsche Anleger mit Ansturm auf Aktienfonds. Die Deutschen haben ja immer das richtige Timing für den falschen Zeitpunkt. Diesmal auch Fragezeichen, haben massiv in Aktienfonds investiert. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung. In China wird der öffentliche Dienst in Teilen bereits mit E-Yuan bezahlt, aber die Chinesen wollen das eigentlich nicht. Hochinteressant, was da abläuft. Dritte Empfehlung, heute Abend ein Marktgeflüster, ganz klar. Morgen ist ja Feiertag in Deutschland. Ich werde aber sehr, sehr wahrscheinlich dennoch einen Videoausblick machen, aber abends dann kein Video. Und am Freitag auch ein Videoausblick, aber abends kein Video. Also heute Abend Marktgeflüster, Donnerstag und Freitag. Da jeweils ein Videoausblick. Ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao und verweise auf diese drei Artikel. Ciao.